Es ist meine tiefste Überzeugung, dass um nicht den Krieg gegen Geheimdienste, die mehr und mehr Überwachungsgesetze über Europa und die ganze Welt verteilen wollen, Events wie dieses brauchen, um uns zu verbinden, um zu teilen und um Initiativen, die für Ziele, für die man sich wirklich zu kämpfen lohnt, kämpfen. Und die nächste Sprecherin hat etwas gemacht, was genau so ist. Sie hat zusammen mit Freunden ein Referendum gegen das Überwachungsgesetz in den Niederlanden gestartet und sie hat mehr als 400.000 Unterschriften gesammelt. Ich bin wirklich beeindruckt und ich hoffe, ihr auch. Gebt einen großen, großen Applaus an Gina Bolsons. Hello everyone. Hallo alle. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen großartigen Kongress. Mein Name ist Nina und ich bin eine der 5 StudentInnen, die das Referendum organisiert haben. Und ich erzähle euch jetzt, wie wir das gemacht haben und was jetzt als nächstes kommt. Erstmal das Gesetz. Das Gesetz enthält, wir nennen es in Niederländisch ein Slaapwet. Das ist eine Zusammenstellung aus dem Wort Slaap, Schlafen, und Wet, das Gesetz. Es ist also ein Schleppnetzgesetz, weil es jeden Traffic auf dem Kabel mitschneidet, völlig ohne irgendwelche Diskriminierung. Das heißt, wenn irgendwo eine gesuchte Person ist in eurer Nähe, kann sämtliche eurer Datenverbindungen mitgeschnitten und gespeichert werden bis zu 3 Jahre. Und das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Das ist ein Teil. Was aber noch dazu kommt, ist, dass die Behörden den Zugang zu all diesen Datenbanken bekommen sollen, und zwar in Echtzeit. Die Regierung sagt, dass das eben kein Verstoß gegen die Privatsphäre ist. Aber so viele Schleppnetze zu installieren, von denen wir nicht wissen, wie groß die sind und wonach sie überhaupt suchen. Und auch noch durch den Zugriff auf all diese Datenbanken kann man eben einen riesigen Datenschatz suchen, zusammensammeln. Und das ist völlig uneinschätzbar, was damit passiert. Natürlich können eben auch andere Parteien, Dritte, da drauf zugreifen, wenn sie das hacken. Das heißt, im Endeffekt wird einfach eure gesamte Datenkommunikation weniger sicher. Das ist natürlich schlecht. Und es können eben auch die Daten unanalysiert mit anderen Ländern geteilt werden. Und das ist natürlich für zivilgesellschaftliche Organisationen ein ganz großes Problem, weil in vielen Staaten eben die grundsätzlichen Menschenrechte so nicht so akzeptiert sind. Das hat natürlich alles Konsequenzen. Ich brauche euch das eigentlich gar nicht sagen. Ich spreche hier mehr zum Chor. Aber ihr wisst ja, es gibt Chilling-Effekte. Es gibt den Verlust der Privatsphäre. Man kann eigentlich nicht mehr wirklich frei sprechen oder auch nur frei denken, wenn man keine Privatsphäre hat, denn unsere Kommunikation sind ja die Blaupausen zu unseren Gedanken. Und wenn man da sich nicht mehr frei austauschen kann, dann funktioniert das alles nicht mehr. Das ist das, was wir gedacht haben, als wir jetzt im Sommer, als das Gesetz verabschiedet worden ist. Da gab es eben auch viel Einfluss von den oberen Levels, also von Gesetzgebern, von Lobbyisten. Und wir haben gedacht, ey, das können wir aber so nicht zulassen. Als Bürger haben wir nur eine einzige Möglichkeit, nämlich ein Referendum, einen Volksentscheid zu starten. Und wir haben gedacht, okay, das machen wir.
Um einen Volksentscheid in den Niederlanden zu organisieren, braucht man 400.000 Unterschriften von insgesamt 16 Millionen Leuten. Und das ist eigentlich gar nicht wirklich salonfähig, nachdem wir jetzt hier Brexit hatten. Haben viele Leute den Eindruck, dass Volksentscheide irgendwie so ein bisschen was Komisches sind. Aber bei uns hat das erstmal total gut funktioniert. Am ersten Tag hatten wir 3.000 Unterschriften, dann hatten wir am zweiten Tag schon 10.000. Aber das war natürlich auch unsere Blase. Wir hatten natürlich vor allem Zulauf von unseren Bekannten, aber dann kamen eben auch noch ein paar Leute von der rechten Seite dazu. Und das hat uns dann erstmal ein bisschen verwirrt, wir hatten ein bisschen Angst, aber erstmal ist nichts passiert. Und dann kam Privacy International auf uns zu und meinten, sie hätten so viel getan gegen dieses Gesetz und das hätte nicht funktioniert. Und sie haben uns dann unterstützt mit 2 Flugzeugen, mit Nachrichten und sie haben 1 Million Flyer gedruckt. Wir haben sie auf Märkten und so verteilt. Einfach um aus unserer Bubble rauszukommen. Aber das war lustig, als man dann aus dem Schaß rausgekommen ist, mit den Leuten geredet hat, die dann ihre eigene Meinung hatten, die einfach nicht immer neutral war, was ich eigentlich erwartet hätte. Na, hier sieht man ein Bild von uns, wie wir die Flyer verteilen. Ah ja. Aber dann gab es eine massive Veränderung. Wir hatten 6 Wochen und wir waren bereits in der 4. und wir waren noch nicht mal bei 100.000 Signaturen. Und ich dachte, ich war schon wütend in der Stadt und dachte mir, oh, die sind alle so wütend, die Leute helfen nicht mit und die Leute machen nichts, wir brauchen hier mehr Unterstützung und keiner tut was. Und die ganzen Parteien wollen sich damit nicht beschäftigen. Und dann bekamen wir eine Nachricht von einem Comedian aus den Niederlanden, also der ist sehr beliebt und sehr bekannt. Und er hat gesagt, ihr werdet in der Episode heute Nacht sein, also ihr wollt vielleicht ein bisschen extra Mitarbeiter organisieren. Und wir waren sehr fertig danach. Und während der Episode waren wir immer am Arbeiten. Und in 18 Minuten hat er das komplette Gesetz zerstört. Stellt euch vor, jemand klingelt bei euch an der Tür. Und dann sind Menschen da und sagen, wir packen bei euch Kameras und Überwachungssachen in euer Haus. Und das hat er gemacht und dann ging es los. Es hat angefangen, dass die Leute, also die Episode selbst war beendet und dann kam es aber auch in die Zeitungen. Wir waren nicht so wirklich in den Nachrichten, also wir waren halt nicht in den Nachrichten, weil wir nicht in den Nachrichten waren, aber als wir dann Nachrichten waren, waren wir in den Nachrichten, weil wir Nachrichten waren. Aber erst nachdem wir sozusagen dieser Comedian uns geholfen hat, weil er hat uns sozusagen dann einen Push gegeben für das Momentum. Und da sieht man, wie der Verlauf ist. Das ist eine wirklich große Bühne. Das ist unsere kleine Hacker-Privacy-Bubble, die wir hier haben. Und dann ist das hier sind Efforts, die wir mit Amnesty International gemacht haben. Und dann sieht man da die Episode. Und danach ging es dann halt ab. Man kann auch diesen Anstieg sehen. Und hier drüben haben wir der Presse gesagt, dass wir 300.000 Signaturen hatten. Und dann haben alle gedacht, so, ah, okay, gut, jetzt können wir drüber reden. Was uns aufgefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, ist, was passiert, wenn man Privacy und digitale Rechte auf eine nationale Debatte bringt. Erstmal stellt man fest, dass es Leute tatsächlich was angeht, was teilweise ein bisschen unerwartet ist. Denn wir haben viel Aufwand gebraucht, bis Leute wirklich mal gesagt haben, ja, okay, habt ihr recht. Es ist auch gar kein Thema, was jetzt speziell eine linke oder eine rechte Fokus hat. Eigentlich ist ja auch niemand wirklich gegen freie Rede. Und was eben auch Teil unseres Erfolgs war, dass wir eben auch viele Unterschiede haben, aber wenn wir sie für ein großes Gutes zusammenlegen, dann funktioniert es ganz gut.
Nachrichtenagenturen sind natürlich immer ein großer Effekt, weil die möchten natürlich gerne diejenigen sein, die da über das große Ding berichtet haben. Wir haben eben festgestellt, dass jüngere Leute eher dafür sind, also gegen das Gesetz sind, und ältere Leute eher dafür, weil ältere tendenziell auch eher vergessen haben, wie sie sich gefühlt haben als Teenager. Für Leute über 65 ist ein Computer tendenziell eher irgendwie sowas, wo man irgendwie seine Internetseiten anschaut. Sie sehen eben nicht ein, warum das jetzt so ein wichtiges Thema ist, da die Privatsphäre zu schützen. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir mit den Gesetzgebern ein Problem haben. Wenn wir mit Gesetzgebern über Algorithmen sprechen, verstehen wir uns da meistens auch nicht. Aber wir haben dann eben gesagt, okay, schaut mal, wir sammeln jetzt all diese Daten. Und wenn wir dann alles wegschmeißen, was nicht wichtig ist, dann ist es doch okay. Aber sie vergessen dabei, dass diese ganze Analyse, dieses ganze Big Data eben nicht neutral ist, dass es da Algorithmen gibt, die eben bei bestimmten Verbindungen, bei so einer Glorifizierung der Technik einfach komplett ignorant sind. Und das ist natürlich eine sehr giftige Verbindung. Weiter. Glaube ich, dass es bei diesem Referendum um mehr geht als einfach nur Privatsphäre. Wenn ihr euch umschaut, seht ihr die Regierungen, Überwachungskapitalismus, die sagen, schaut mal, ihr könnt all diese Rechte und all diese Freiheiten haben, aber sobald ein Computer irgendwo dabei ist, spielen eure ganzen Rechte keine Rolle mehr. Und Leute sind empfänglich für diese Bullshit-Cyber-Ideen. Und davor habe ich natürlich Angst, weil dieses Gesetz eben so eine Art Baby-Version dieser Komplettüberwachung ist. Und wenn wir da erstmal sind, werden wir es dann eben auch nicht mehr verhindern können, weil dann ist es kein großer Schritt mehr. Und um das zu machen, müssen wir unsere Bewegung eben mehr Mainstream machen. Also wie ich hätte gerne, dass zum Beispiel bei Urban Outfitters neben den feministischen T-Shirts und so einfach auch ein T-Shirt hängt, wo drauf steht, hey, ich bin ein Privatsphäre-Aktivist. So dass einfach die ganze Bewegung breiter wird. Es geht nicht nur darum, dass das praktisch ist für uns, sondern es ist eben auch unsere Verantwortung, denn wenn wir es nicht machen, macht es eben niemand. Wir als Community müssen das halt einfach machen, weil wenn wir nicht machen, macht es keiner. Das ist wirklich wichtig. Und außerdem müssen wir uns auch gegen dieses Gesetz stellen und es unterwandern. So, also wo sind wir jetzt? Wir werden das Referendum am 21. März haben. Und aktuell ist es so, dass die Regierung sagt, wir können ignorieren, was ihr macht. Und die haben bereits gesagt, dass sie das tun werden. Und ich glaube, das ist das Dümmste, was sie machen konnten. Denn ich kann ein Momentum am Wachsen sehen, dass, wo sich all diese Gruppen zusammenfinden, wo sie öffentlich drüber reden. Es wäre also nicht nur so, dass man den ganzen demokratischen Prozess ignoriert und auch die Stimmen der Menschen, sondern es würde auch einem wachsenden Momentum schaden, dass dann noch viel mehr aggressiv sein wird und nach außen gehen wird. Eine andere Sache, die es doch gibt, ich hatte diese sehr naive Einstellung in das System, dieses Vertrauen. Stellt sich raus, sie sagen immer wieder, dieses Gesetz ist notwendig, denn aktuell ist es nicht erlaubt,
Kabelverkehr zu überwachen. Und vielleicht ist es ja wirklich für terroristische Suspekte wirklich notwendig, aber tatsächlich machen sie das seit 2002. Und es ist eine komplette Lüge. Das ist dieser Narrativ, den sie da nach draußen tragen. Und das war sehr enttäuschend für mich. Und sie wiederholen das so oft. Und irgendwann habe ich aufgehört. Also irgendwann dachte ich, es ist halt wahr. Aber um klar zu sein, also sie machen das bereits, dass sie das durchwachen. Natürlich nur noch nicht ungezielt. Wir werden also wirklich alles geben. Okay, also eine wird zurück studieren gehen, aber wir drei anderen werden uns ordentlich reinhängen. Und das Wichtige ist, dass man das Ganze, dass man diese ganze Fake-Debatte losbekommt, also Privatsphäre gegen Sicherheit. Das macht keinen Sinn, denn deine Privatsphäre ist, du hast deine Privatsphäre. Das ist ein Menschenrecht. Warum haben wir Menschenrechte? Um Menschen zu schützen. Was machen wir, wenn wir Menschenrechte schützen? Die Menschen sind also weniger sicher. Das ist nicht mal effektiv. Und es gab auch einen englischen Begriff dafür. Wenn ein Politiker kritisiert wird, dann ist es, bitte, bitte kritisiert mich nicht, das ist wegen den Terroristen. Und damit kommen sie nicht mehr weg. Und ich fange mich zu wiederholen, aber ich möchte einfach so viele verschiedene Gruppen hier mit reinbekommen, um es ein wirklich breites, eine breite Bewegung zu machen, warum sich jeder dafür interessieren sollte, was mit diesem Gesetz passiert. Außerdem haben wir noch eine Gesellschaft, einen Verein angefangen, eine Foundation. Am Anfang war es nur, um Unterstützung für die Kampagne zu bekommen, aber danach werden wir anfangen, auch wirklich Aktionen direkt gegen Massenbewachung zu richten. Oh, das ist schon das Ende. Ich freue mich schon auf die Fragen und Antworten. Thank you very much. Vielen Dank. Na komm schon, einen Applaus können wir noch machen. We have some time left. Wir haben noch etwas Zeit für Fragen und Antworten. Also werde ich zuerst sagen, deine Frage. Danke, vielen Dank für die Präsentation. Ich lebe in den Niederlanden, deswegen bin ich wirklich froh, dass es so eine Kampagne in den Niederlanden gibt. Eine Frage ist, habt ihr Unterstützung von anderen Organisationen wie Bits of Freedom oder anderen Organisationen in den Niederlanden? Ja, wir bekommen wirklich gute Unterstützung von Bits of Freedom und von Amnesty International und die Piratenpartei. Ja, und also es gibt, es ist nicht so, als seien wir der Kern dieser Kampagne. Es ist wirklich eine dezentralisierte Sache und jeder ist da, um die eigene Sache halt zu machen. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Ich möchte wirklich, dass ihr alle denkt, niemand anderes wird es machen, außer ich mache das. Also bitte, steht auf, sprecht darüber. Also nicht nur irgendwie Vereine wie Bits of Freedom, sondern Individuen. Also auch wenn ihr nicht in den Niederlanden lebt, bitte kümmert euch trotzdem drum. Die Niederlande sind wirklich klein. Und wenn unser Außenminister vielleicht sieht, dass andere Länder wie Deutschland oder Frankreich auch drüber reden, dann haben wir vielleicht auch eine Chance, das zu machen. Und vielleicht, wenn auch eure Regierungen merken, dass sie nicht so einfach mit solchen Massenüberwachungsgesetzen durchkommen. Also ihr alle, seid bitte so laut, wie ihr könnt. Ja. Ja, put that slide up one second. We have another question. Wir haben noch eine Frage vom Internet. Das IRC möchte gerne wissen, ob ihr glaubt, dass diese ganze Sache jemals komplett weggeht. Ja, ich glaube, es ist möglich, aber ich glaube, es ist wirklich sehr schwer werden. Es ist unsere Verantwortung, dass wir weiterkämpfen. Ja, aber ich glaube, es ist möglich, doch.
Ich meine, vor 200 Jahren, wer hätte gedacht, dass Frauen erlaubt sind, ein Leben zu haben? Und ich meine, das haben wir verändert. Und ich meine, wieso sollten wir es dann nicht auch schaffen? Die nächste Frage. Ich würde gerne etwas hinzufügen, denn viele Leute sagen ja, nein, nein, wir werden ja nur die Daten, sie sagen, wir werden die unwichtigen Daten zerstören, aber der Punkt bei Big Data ist ja, dass es keine irrelevanten Daten gibt, also werden sie auch überhaupt nichts löschen. Keine Frage, tut mir leid. You know what all what a question is? Ihr wisst alle, was eine Frage ist? Einfach nur noch mal kurz schauen. Die nächste Frage von da hinten. Ich hatte mich gefragt, du hattest ja gesagt, wenn das Referendum ignoriert wird, würdet ihr das eskalieren? Aber an welche Art von Eskalation hattet ihr denn gedacht? Oder meint ihr, dass Eskalation was Gutes ist? Also ich hoffe nicht, du bist von irgendeinem Geheimdienst. Nein, also Eskalation klingt vielleicht ein bisschen sehr nach Gewalt oder so. Ich meine das eher im Sinne von in der öffentlichen Debatte eskalieren. Also wenn jeder anfängt, darüber zu reden, dann vielleicht fangen Leute an, darüber zu realisieren, dass es ihnen eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, dann wird es eine viel stärkere Bewegung, wenn sie uns ignorieren würden, als wenn sie uns nicht ignorieren. Wenn das deine Frage beantwortet. Okay, cool. Die nächste Frage, Nummer 2. Hi, vielen Dank für eure Arbeit. Ich verspreche, dass das jetzt eine Frage ist. Wenn es um Eskalation geht, wir sehen ja, sobald man irgendwie in den Nachrichten kommt, in die Satire, Daily Show, dann bekommt man ja viel Publicity. Aber was der beste Weg tatsächlich irgendwie in der öffentlichen Debatte anzukommen ist, wenn man einfach als Thema bleibt. Habt ihr mal irgendwie mit den Produzenten gesprochen, ob ihr vielleicht irgendwie auch in späteren Episoden vorkommen könnt, einfach um dieses Feuer brennen zu lassen? Also ich glaube, es wäre ein bisschen unfair. Da gab es eine Gruppe von Leuten, die angefangen haben, denen zu schreiben, hey, ihr müsst wirklich über diese Episode reden und so weiter. Aber ich glaube, es ist mehr ein Ergebnis von all der harten Arbeit, die wir geleistet haben, dass diese Episode wirklich ausgestrahlt wurde. Und das war auch nicht so, dass es dann alles gelöst hat, aber es war so, dass halt so viel abgegangen ist, dass man nicht mehr nicht darüber reden konnte. Ich würde also nicht versuchen, das künstlich zu forcieren. Ich würde lieber eine Menge Sachen machen, einfach machen das und dann hoffen, dass die richtigen Leute darauf anspringen. Ja. Noch eine Frage aus dem Internet. Ein Bürger aus den Niederlanden möchte gerne wissen, ob es irgendwas gibt, was sie ja machen kann, außer eben entsprechend zu wählen. Ja, okay. Das Wichtigste ist wohl, dass diese Diskussion weitergeht, dass es erhalten bleibt. Also man kann irgendwie einen Post darauf machen und eine Mediakampagne und eigentlich gerade bei so einem großen nationalen Thema ist es wirklich wichtig, dass du mit Leuten redest, die du kennst. Also du hast zum Beispiel eine Community, also du bist ein Lehrer oder so, oder die Leute, die in der Kirche stehen. Also bitte, geht in eure eigenen Communities mit diesen Leuten, redet mit eurem Vater und eurer Mutter darüber, weil so können wir wirklich die ganze 65-plus-Area, also Leute erreichen. Die nächste Frage. Vielen Dank für den Talk und hier kommt noch eine Follow-up-Frage. Ich lebe zwar in den Niederlanden, aber ich bin kein niederländischer Bürger. Was kann ich denn machen, um die Kampagne zu unterstützen? Okay, kurze Frage. Hast du einen Tech-Hintergrund? Okay. Nein. Okay, wir brauchen eigentlich, also wir brauchen mehr Leute, die in unserer Community sind und die anfangen darüber reden, denn wir haben viele Journalisten und Menschenrechtsaktivisten
aber nicht wirklich die Schäuble-Leute. Wir fangen an. Also wenn du einfach mal dem folgst, was wir machen, wir werden wieder Flyer machen und wir werden Events veranstalten und Diskussionen und sowas. Also du kannst dafür eine Diskussion veranstalten. Also du kannst für Unterstützung fragen zum Beispiel. Also du kannst bis zu 5.000 Euro fragen für deine individuelle Kampagne, wenn du willst. Oder vielleicht hat es auch schon wieder aufgehört. Ja, ich weiß nicht. Reden ist wirklich einfach, aber vielleicht ein bisschen mehr kreative Sachen. Events und T-Shirts und sowas. Und dann verteilen wir halt auch noch Flyer und sowas. Also geh einfach auf die Straße raus und verteil Flyer und sowas. Häng Poster auf, ja. Du kannst uns eine Mail schreiben und dann werden wir dir Sachen schicken. Ach ja, und jemand wird einen Mail-Server aufsetzen, also bitte schreib nicht jetzt deine E-Mail. Wir haben auch irgendwo einen Key, den wir veröffentlichen. Die nächste Frage, Nummer 3. Kann man online und offline unterschreiben? Und wenn beides geht, was ist so da die Verteilung zwischen online und offline? Ja, das ist sehr interessant. Wir haben eine Website veröffentlicht, das ist also unser Hauptding. Da konnte man online unterschreiben. Aber es gab eine Menge Leute, die... Also was wir gemacht haben im Prinzip war, man muss Papier einreichen am Ende. Aber du bist erlaubt, sie auch online zu sammeln. Also haben wir sie sozusagen alle gesammelt und haben sie dann ausgedruckt. Und 400.000 Unterschriften sind wirklich viel in Papier. Also dann haben wir sie sozusagen durch die Gegend gefahren und dann haben die sie in den Schredder gepackt. Aber Menschen konnten sie auch einfach direkt hinsenden. Und ich glaube, es gab 10.000 Leute, die das gemacht haben. Außerdem, wenn du außerhalb der Niederlande lebst, musstest du das dann auch mit der Post selbst machen. Das ist ein bisschen ein Paradox, denn wir mussten wirklich eine Menge Informationen sammeln. Also dein Geburtsort und deine Signatur. Und jeder war ein bisschen verunsichert bei dem Ganzen. Aber wir haben den Leuten gesagt, wir können nichts dagegen tun, bitte. Wenn ihr uns vertraut, dann helft uns doch. Was meintest du mit geschreddert? Sind die dann jetzt weg oder haben die gezählt? Naja klar, also die scannen das halt ein und dann verschredden sie es. Aber ja. Ein Moment der Stille bitte für die Bäume. Die nächste Frage wieder aus dem Internet. Thank you. The sleep wet and needs to be updated. For example, the 21st March is not mentioned there. Will the website be updated soon? Weil ein paar Updates fehlen. Also zum Beispiel ist das Referendumsdatum noch gar nicht drauf. Wird die Webseite noch abgedatet? Ja, das liegt daran, dass wir gerade die Webseite umziehen. Also die war eigentlich nur für die Kampagne, für die Unterschriften da. Ist noch nicht so sicher, welche Rolle sie spielen wird. Aber ja, sie wird geupdatet. Gut, dass du das sagst. Okay, next question. Die nächste Frage. Der 21. März nächstes Jahr ist ja auch die Wahl der Stadtratswahlen. Habt ihr da vor, das zusammen zu nutzen, also vielleicht lokale Opposition auch zu unterstützen? Ja, wir denken immer über diese Option nach, weil es gibt auch verschiedene politische Parteien, die da auch Kampagnen machen werden. Also um ehrlich zu sein, ich bin noch nicht sicher, wie das alles Form annehmen wird. Ja, es ist eine gute Idee, da mit lokalen Gruppen zu arbeiten. Und so könnte ja auch die internationalen Studenten in vielen niederländischen Studentenstädten aktivieren, weil die können ja auch bei den lokalen Wahlen mitwählen. Nächste Frage. Gibt es irgendwelche Leute, die vielleicht Lust hätten, irgendwie euch zu unterstützen mit Marketingkampagnen oder so, um dass sie euch dann anmelden können? Ja, also wir haben den ganzen Plan für die Kampagne eigentlich gemacht und es ist eigentlich viel mehr, als wir handeln können. Wir brauchen also wir werden eine Menge Veranstaltungen machen, wenn Leute da Platz haben, also auch autonome Räume, wo wir irgendwie drinne Sitzungen machen können mit Leuten, das wäre gut. Wir haben eine Menge Kampagnenmaterial, das verteilt werden muss. Das wäre auch gut, wenn Leute da helfen könnten.
I think those are the main. Ja, ich glaube, das sind die Hauptsachen, die es eigentlich so gibt. Vielleicht so Marketing-Spezialisten oder Techniker. Er meint, er arbeitet gerade an einem Mail-Server. Vielleicht ist er jemand hier, der da genug Erfahrung hat und gerne helfen würde. Ja, ich glaube. Okay, bei der technischen Seite sind wir eigentlich gut aufgestellt, weil das haben wir eigentlich schon fertig. Aber Marketing ist hauptsächlich. Ich bin immer ein bisschen naiv, wie das System funktioniert, wie Regierung funktioniert. Und ich bin so ein bisschen so, ja, ich habe eine gute Idee, lass mal irgendwas machen. Und dann ist aber eigentlich da eher so ein House of Cards-mäßiges Ding, was ich nicht so ganz verstehe. Und da hätte ich gerne mal Unterhaltungen drüber mit Experten. Aber wir, also wegen Marketing, wir brauchen eigentlich nicht wirklich sowas. Ich möchte nicht so eine riesige Marketing-Kampagne oder Firma bekommen, die dann irgendwie was macht. Weil das halt eigentlich eine Bürgerbewegung ist. Aber Feedback wäre wirklich gut. Also mit den Leuten darüber reden. Weil wir wissen nicht, was wir machen, aber wir haben so ein bisschen eine Vorstellung. Und wenn wir in der Lage wären, mit den Leuten da ein bisschen brainstormen könnten, das wäre gut. Aber vielleicht werde ich nach dem ganzen Talk hier in die Bar gehen und mal meine Nerven wegtrinken, wenn jemand Lust hat. Vielen, vielen Dank. Wir verlieren die Zeit. Das war leider die letzte Frage. Und noch einen, bitte einen großen warmen Applaus für diesen guten Talk.